So, guten Morgen. Jetzt bin ich zurück, bin heute Nacht gekommen, um 2 war ich zu Hause. Von Grönland, von diesem Trip, war ja 2 Wochen unvorbereitet eigentlich. Ich habe einfach die Tür zugemacht und bin losgegangen, habe noch ein paar Sachen eingepackt. Und dann bin ich ja am 2. Mai losgesegelt nach Nuuk mit der 60 Fuß Aurora. Jetzt bin ich hier, erste Schritte. Ich habe meine Wäsche zur Wäscherei gebracht. Bettzeug gleich mit, die ganzen Klamotten, die durchgeschwitzten, die Salzwasserklamotten, alles gleich weg. Muss alles mal gereinigt werden. Das mache ich heute. Super Wetter, wird auch gleich getrocknet. Eigentlich könnte ich das selber trocknen. Das mit dem Stellen und Ordern, das ist auch hier alles so ein bisschen langsam. Was werde ich noch tun? Ich bin jetzt tatsächlich bei hier. Das, was sich im Märchen abgezeichnet hat, dass die Ankerwinsch nicht funktioniert, dass sie, ich dachte erst, sie hat keinen Kontakt durch Salzwasser, durch Korrosion, wieder im Winter, hat ein bisschen gefummelt. Hab dann die Servicebatterien, ich habe 3 Stück, 2 hier und 1 vorne, gekoppelt. Das ist die Sicherung für die Ankerwinch. Hab die einfach kurz geschlossen und habe die Ankerwinch versorgt mit der Servicebatterie. Hat alles super funktioniert. Und jetzt ist einfach die Zeit gekommen, um das nochmal zu checken. Solange es funktioniert, ist immer alles gut. Ne? Aber das war das ein Dorn im Auge. Die Servicebatterien haben dann die Ankerwinch versorgt praktisch. Wahrscheinlich nimmt sie auch keinen Strom mehr auf, sodass sie nicht merklich runtergehen, die Servicebatterien. Aber wenn ich dann immer Anker hoch, Anker runter, dann geht das auf die Servicebatterien. Und das ist nicht gut, wenn man so lange unterwegs ist und den Strom braucht, die Leistung braucht. Jetzt habe ich die Zeit hier im Hafen. Und es ist tatsächlich so, es ist wieder das gleiche Problem. Die Ankerwinch läuft nicht, die brummt nur. Ich habe das jetzt nicht aufgenommen. Die brummt nur und in der Fernbedienung steht dann auch die Spannung der und die geht bis runter bis auf 7 Volt, also 8 Volt, 7 Volt. Erst war es bei 11, jetzt habe ich ein paar Mal probiert, jetzt läuft sie gar nicht mehr, jetzt geht es auf 7 Volt runter. Und ein eindeutiges Zeichen, dass sie nicht mehr keine Leistung mehr hat. Die werde ich jetzt ausbauen. Ist noch 120 Amperestunden Batterie. Und werde jetzt hier mal gucken, wie spät das ist. 12.38 Uhr, um 1 Uhr macht hier der Laden auf, der vorne registriert Batterien. Und werde mal fragen, was das Beste ist für eine Ankerwinch. Eigentlich reicht eine Starterbatterie. Da brauche ich nicht irgendwelche AGMs oder teuren Gear. Das ist eine normale Starterbatterie. Die muss nur mal 3 Minuten laufen. Power und dann wieder hoch. Das werde ich jetzt tun. Okay. Ja, ich habe die jetzt hier rausgerubbelt. Die hat gar nicht 120. Die Servicebatterien haben 120. Die hat nur 100 Amperestunden. Bisschen dreckig ist sie auch. Darf ja auch, ne? Nach 15 Jahren. Ist noch original. Ich habe nur damals die Servicebatterien gewechselt, nicht die Ankerwinch. Die habe ich nicht gewechselt. Hab damals meine Servicebatterien, die waren noch gut. Ich wollte aber unbedingt neue haben, weil es nicht genug war. Waren nur 2x100. Die habe ich dann verschenkt in Kroatien. Die habe ich einfach beim Nachbar, der wollte welche haben eventuell, und dann habe ich ihn die geschenkt. Und 3 Segeltage später habe ich ein Segelboot getroffen, Beetlejuice aus Slowenien. Und die hatten ein Batterieproblem. Die hatten keine Batterie mehr. Die konnten nicht mehr starten. Da habe ich dann mit dem Starterkabel damals geholfen. So ist das immer. Hätte ich doch die behalten, noch an Bord behalten. Vom Gewicht her ist natürlich eine Last. Aber hätte ich an Bord gehalten, hätte ich da besser helfen können, als dem Nachbar die zu schenken. Einfach so. Okay, so ist das Leben. So, jetzt habe ich sie da. Ich gucke gerade, hier wird ein Boot gerade verholt, noch ohne Mast. Wir haben einen Termin zum Mast setzen hier irgendwo. Wir haben so einen gemeinsamen Termin hier, denn alle 5 Segelboote, die hier sind, da wird dann einen Tag der Mast gesetzt. So, ich habe eine Batterie geholt, das wollte ich erzählen. Das ist eine bessere Starterbatterie. Das ist keine Sonne, weder Lithium-Ionen. Das ist mir einfach für den Ankerwinch völlig Quatsch. Und es ist einfach eine Batterie für Kälte. Die
soll auch in kalten Tagen immer noch die volle Leistung bringen. Also fast die volle Leistung, ne? 80% bei minus 18 Grad. So kalt wird es nicht. Und wenn es so kalt wird, gehe ich hier nicht ankern. Aber verspricht doch, dass da ein bisschen mehr Power drin stecken. So 900 Ampere und 100 Ampere Stunden. Die alte hat auch 100 Ampere Stunden, habe ich gedacht, das ist genau das gleiche. Und von den Maßen her ist sie etwas schmaler und etwas flacher. Sie ist 3 cm flacher und bedeutend leichter. Doch 200 Euro bezahlt für das Ding. Mit 20% Rabatt, weil er mich gut kennt. Und es gab noch Batteriepole dazu, weil die alte Batterie hatte so einen Imbusschrauben. Die Winde oben drin und ich habe jetzt diese Kontakte geschenkt gekriegt noch. Und ja, weil ich so mitleidig aussah wahrscheinlich. Okay, die baue ich jetzt ein. Ich werde mal die Spannung messen, bevor ich sie einbaue. Denn beim Einbau messen, weil meine Ankerwinch wird nicht geladen. Die Batterie. Die Batterie wird nicht geladen im Solarmodus. Wird nur geladen, wenn die Maschine läuft und wenn ich halt an Land bin mit dem Ladegerät Landstrom dran habe. Meine Solarzellen sind unterwegs. Ich habe 2 Paneele bestellt, 100 Watt. Ich glaube 100, 2x100 habe ich bestellt. Bin ich mir gar nicht mehr sicher, was ich bestellt habe. Auf jeden Fall für die Seite. Die sind unterwegs, sind beim Zoll gerade und ich stehe da im Kontakt und warte jetzt, dass ich da was bezahlen kann. Die werden dann auch montiert, das zeige ich dann auch noch. So, bis später. Die ist etwas schmaler, habe ich 1 cm mehr Luft hier. Dann muss ich unten diesen Winkel hier unten neu ansetzen. Das ist so ein Winkel, der greift unten auf seine Kante und hält die Batterie dann fest. Und in Längsrichtung habe ich, obwohl sie 2 cm länger ist, immer noch Luft. Und hier werde ich noch ein Stück Holz anschrauben, dass sie nicht hin und her rutschen kann in der Richtung. Nach oben ist sie ja flacher, da habe ich gar kein Problem. Könnte ich noch was untersteuern. Ich habe hier noch Batterie-Starterkabel hier liegen, falls mal was ist, dass die Starterbatterie platt ist. Dann kann ich schnell überbrücken mit dem Starterkabel von der Ankerwinch zur Starterbatterie. So, das werde ich jetzt anschrauben. Ne? So, ich bin jetzt fertig, ich habe das eingebaut, ein bisschen unkonventionell die Kabelführung hier. Ich bin Schuh so rum, eigentlich geht das Kabel da weg, aber das reicht nicht, das ist einfach zu stramm oder jetzt gerade so, dass ich halt in diese Richtung gehen musste und ich konnte keinen Bogen mehr gehen für die Klemme. Das ist die Ladeleitung und hier ist nochmal mein Dickinson-Ofen, der geht hier extra ab und der läuft auf der Ankerwinch. Hier genauso. Gleiche Führung hier, habe ich auch von hier genommen, weil früher waren die Kontakte ja hier. Das ist die Brücke zur Starterbatterie. Und jetzt wollte ich nochmal messen. Vorhin waren 12,7, ob jetzt eventuell schon Spannung gezogen wird. 12,71, genau das gleiche. Also fließt kein zusätzlicher Strom jetzt zum Entladen. Das war für mich auch wichtig, dass jetzt die Batterie entladen wird, weil hier irgendein Kriegsstrom fließt oder ist ja ein Laderegler noch dran. Der Ofen ist zwar ausgeschaltet, aber trotzdem Laderegler. Und die ganzen Leitungen sind ja auch nicht mehr die neuesten. Und jetzt werde ich gucken, was sagt mein Management hier? 12,7, ja genau. Die Servicebatterie hat ja, also der Mensch nur die Leistung von der Servicebatterie. Wird jetzt nur mit Solar geladen, ist bei 14,2 Volt, 3,8 sind momentan, eigentlich ist die Batterie voll, wird trotzdem ein bisschen geladen. Starterbatterie wird mitgeladen, 13,3, da läuft vom Laderegler ein dünner Draht, ungeregelt, permanent mit 1 Ampere, so wie Strom da ist, fließt dann 1 Ampere in die Starterbatterie. Nase leckt. Das bestätigt jetzt auch, dass 12,7, dass die Ankerwinch nicht von Solar geladen wird. Ist ja auch logisch. Habe ja auch keine Leitung dahin gelegt. Jetzt schließe ich das Ladegerät an, Landstrom, und werde die Batterie erstmal
vollhauen, vollladen. Mal gucken, wie lange die braucht, bis die runtergeregelt. Schauen wir mal. Batteriemonitor sagt jetzt 14,7 auch. 14,2, die andere ist ja voll. Die wird jetzt nicht mehr geladen. Und die Ankerwinch wird jetzt geladen mit komischerweise jetzt 13,9. Irgendwann 14,6, so stoßweise. Und Starterbatterie wird auch noch ein bisschen geladen. Und Servicebatterie gerade auch wieder, also mit 6 Ampere. So, hier sind sie jetzt. Meine erwarteten Solarpaneele. Das war ein bisschen kompliziert noch. Wenn man das hierher schickt nach Island, dann muss man auf dem Paket die Rechnung machen, außen, und eine E-Mail-Adresse, meine vorzugsweise. Damit nicht nur, sonst bleibt das liegen, es bleibt einfach beim Zoll liegen, das wird nicht einfach zugestellt. Es gibt hier Mehrwertsteuerausgleich und Einfuhrzoll. Und wenn sich da keiner kümmert, zum Glück wusste ich, dass es ja unterwegs ist, habe dann bei der Post nachgefragt, die haben mir dann eine E-Mail-Adresse gegeben vom Zoll. Dann habe ich da eine E-Mail hingeschrieben. Und dann läuft das erst alles seinen Weg. Da habe ich nochmal die Rechnung geschrieben, weil Antje hatte vergessen, die Rechnung anzumachen. Nur ein Lieferschein, und dann ist da kein Preis, dann wissen die nicht, was es kostet. So, das habe ich jetzt gemacht. Hier ist jetzt meine Zollbescheinigung, was da alles drin ist. Und Antje hat Schokolade mit reingesteckt in die Isolate. Marabou, meine Lieblingsschokolade. Und das nicht wenig. Wenn ich hier lese, sind hier 16 Tafeln Lakritz Marabou und 6 Tafeln die blaue, die Milchschokolade. Also 22 Tafeln Marabou Schokolade. Hat sie das Gewicht ausgereizt, damit es auch auf 10 Kilo kommt. Man bezahlt eh für 10 Kilo. Und dann kann man auch die Schokolade mit einstecken. Ein Paket versenden ins Ausland. Wichtig ist die E-Mail-Adresse, damit das hier Kontakt aufgebaut wird. Und sonst bleibt das liegen und geht wirklich zurück. Das geht nach Deutschland zurück. Egal was es kostet, bezahlt ja nichts. Wenn es zurückgeht, ist es zurück. Und dann hat man gar nichts davon. Und ich habe jetzt noch einmal die beiden Solarpaneele kosten 250 Euro. Antje hat 50 Euro Versand bezahlt. Und ich habe jetzt noch mal 50 Euro. Moment mal, ich muss erst mal nachrechnen. Bisschen mehr, 60 Euro Zoll bezahlt und Mehrwertsteuerausgleich, nochmal 60. Also ist das nicht günstig. Die Paneele sind in Deutschland, hätte ich die mitgebracht, günstig. Aber nochmal 10 Kilo auf mein Gepäck drauf. Ihr habt gesehen, wie viel Gepäck ich hatte. Das wäre nicht möglich gewesen. Und die Idee mit den Paneelen ist mir auch jetzt erst gekommen. Ich habe oben auf dem Geräteträger ja die 3 Stück jetzt. Und jetzt sollen welche an den Seiten kommen. Nicht zum Klappen, sondern einfach nur starr, um die Sonne, die jetzt zum Beispiel scheint, den ganzen Morgen, voll auf die Paneele schauen. Das wollte ich jetzt machen. Also habe ich jetzt links und rechts jeweils 50, nicht 100, sondern jeweils 50 an den Seiten. Und das werde ich anbauen und auch direkt zum Laderegler führen. Und da kann ich digital dann ablesen, was die wirklich bringen. Da bin ich neugierig. Also, Unboxing, Solarpaneel. Also das ist ja das Wichtigste überhaupt. Solarzellen braucht kein Mensch. Marabou. Ja, die sollen es bringen. Wichtig waren die Befestigungsösen hier, stabile Dinge. An den Kanten so ein bisschen Schutz. Und wenn ich das will, kann ich hier noch eine Öse reinmachen, damit das ein bisschen fester ist. Ja, die sind nicht groß, aber sind genauso für die Reling gedacht. Und hier ist der Großteil der Marabou drin. Kann man das sehen? Yes! So. Bin kaum wieder zu erkennen. Eingemummelt. Ich habe meine dicken Sachen an. Meine Angelsachen eigentlich. Ah, es ist kalt. 4 Grad im Schatten. Also in der Sonne geht das ganz gut. Deswegen sitze ich auch hier im Cockpit, also hier auf den Bänken. Und normalerweise sitze ich mal hinten oder in Lee, das ist mein Lieblingsplatz eigentlich so. Luft kann man weiter gucken, aber das ist noch kälter. Erstaunlich viel Wind. 7 Knoten, 6 Knoten abnehmen war angesagt ab heute Mittag. Jetzt ist das 16 Uhr. Richtung stimmt auch nicht. Manchmal denke ich mir, wer macht diese ganzen Entscheidungen? Also es war wirklich Nordost angesagt, jetzt haben wir Nordwest. Völlig andere Richtung.
auch die Windstärke stimmt nicht. Ich will los. Endlich. Saisonstart für mich eigentlich so. Ich war schon mal ein paar Tage segeln. Und sonst fand ich, wo noch viel Schnee lag. Da will ich wieder hin, mal gucken, ob der Schnee noch liegt. Und jetzt ist so der Saisonstart. Ich will jetzt los. Ich habe den Hafen bezahlt. Bin jetzt aber ernsthaft los. Der Hafen wird von Jahr zu Jahr doppelt teuer. Verdoppelt sich alles da. Jetzt mittlerweile muss ich schon Wasser bezahlen, was all die Jahre noch nicht erforderlich war. Wasser läuft ja auch da permanent, dann wollen sie es halt abdrehen. Und deswegen versuche ich jetzt mal hier autark mal überall hinzufahren, so lange wie es geht, autark zu sein, bis der nächste Sturm kommt, wo ich mich dann irgendwo im Hafen verstecken muss. Ja, ich kann auch nach Isar zurück, ist ja nicht schlimm. Ich habe auch den ganzen Mai bezahlt, habe also noch ein paar Tage gut. Ja, wie sieht's aus? Ich habe das erste Reff drin, eigentlich so viel. Ich habe 15 Knoten Wind. Killt so ein bisschen am Mast, wenn ich das jetzt noch strammer ziehe, also weiter reinhole. Denn ist der John Menard, der Steuerpilot, ist dann überfordert. Er ist jetzt schon am Limit, schlürft so ein bisschen. Ich müsste eigentlich das zweite Reff nehmen, damit ich das Killen wegkriege. Ich kann jetzt nicht noch dichter holen hier. Das ist okay so, das ist nicht so schlimm. Wird dann nicht. Wenn es so mehr wird, dann nehme ich das zweite Reff, klar. Ja, was soll ich sagen? Ich kann dann wieder zurückkommen, wenn es Sturm ist oder so. Ich will mal so autark leben. Das ist ja ein Seglerleben. Ich will jetzt mal in die Fjorden ankern und mal so anpassen. Ich will auch oben um Hornstrand hier nochmal rum, ums Kap Horn da oben nochmal rum und vielleicht nochmal nach Krossnest. Mal sehen, wie das so läuft, das Wetter in den nächsten Tagen. Heute ist Sonntag. Donnerstag kommt Nordwind und Freitag kommt Westwind. Und dann werde ich um den Haken rum. Das ist so mein Ziel, Kap Horn vielleicht mal bleiben. Da war es ja bis jetzt immer wunderschön, aber immer zu kurz. Immer keine Zeit, ist genau auf halbe Strecke, 70 Meilen in die Richtung, 100 Meilen in die andere Richtung. Ist mal so ein Mittelpunkt. Ja. Da muss man schon ein gutes Wetterfenster haben. Und Telefonkontakt ist da oben nicht, man kann sich da keine Wetterdaten holen. Ich fahre 5 Knoten, 5,5, 6, auch okay. Ja, was ich machen werde, ich werde beigehen am Ankerplatz und alle Rollen und alle Fallen, also diese Rollen, die Lage, alle schmieren. Das geht alles so schwer, das ist so viel Dreck vom Winter, das habe ich noch nicht gemacht. Es geht wirklich schwer, das Segel geht schwer hoch. Tabelle geht ganz schwer, da muss ich die ganze Schiene fetten. Ja, habe ich aber Zeit. So, das ist mein Plan. Ich habe einen Plan, hurra. Auf geht's. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore, while you're on the open sea, cannot take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Gerade gucken, wie kalt das ist hier.
3,6 Grad, kann man das lesen? Recht frisch hier. Ich bin eingepackt, kalt. Bin jetzt hier hochmotort. Knappe Stunde, 4 Meilen. Ja. Bin jetzt am Ankerplatz. Die Maschine läuft noch. Ich fahre noch ein Stück dichter. 5 Meter Wassertiefe gerade. Das ist ganz gut hier. Ich gehe jetzt vor, werde den Anker mal standby machen. Was ein Panorama. Schön wieder hier zu sein. 3-4 Wochen her, wo ich hier war. Sonst muss man Anker immer aus der Versenkung heben hier. Schweineauer. Und dann lasse ich ihn leicht runter. Den Rest mache ich dann mit der Fernbedienung. Herrlich hier. Herrlich. 5,50 Meter. Ach, warte, das ist gut hier. Da hatten wir das Gefühl, es gibt noch besseren Platz. Eigentlich ist alles das Gleiche. Erledigt. Oh, was ein Tag. Jetzt ist Mitternacht. Ich habe gedacht, ich bin um 11 hier. Habe ich nicht geschafft. Bisschen rumgetrödelt. Aber ich konnte segeln. Ich konnte segeln, das war gut. Dann ist mir das andere auch egal. Ich habe den Ofen schon angeheizt. Ich werde gleich aufräumen hier. Ich gehe zum Knast. Jetzt ist hier kuschelig drin. Der Lüfter macht ja schon einiges. Und 4 Grad draußen, 21 hier drin. Die Uhr ist noch nicht umgestellt. 23.18 Uhr. Nee, es ist 24.18 Uhr. 0.18 Uhr. Okay. Ich räume jetzt auf, zieh mich um. Mach's mir gemütlich. Das muss ich morgen alles wegräumen. Und jetzt kommen noch ein paar Fender dazu. Das wollte ich hier noch zeigen. Kann man das sehen? Die verspielen das Schlafzimmer. Drei dicke Bälle. Ich hab die vorhin nicht beim Ablegen nicht irgendwo rangebunden. Ich habe die einfach reingeschmissen hier und die passen genau zwischen Treppe und Wand hier. Sitzen jetzt da drin. Ich muss morgen erstmal aufräumen. Und dann kann man überhaupt nicht mehr treten hier im Cockpit. Oh, das ist noch ein dicker hier. Rind. So, fantastisch. Ich glaube, es gibt nichts Besseres. Das Ufer ist noch voll Schnee, da kann man noch nicht lang laufen. Hier ist das so kalt, 3-4 Grad. Weil direkt hier hinter ist der Drangajökull, der große Gletscher. Und wenn Nordostwind ist oder Ostwind, dann kommt da einfach die kalte Luft runter. In Isafjörde habe ich ja schon kurze Hosen getragen. Kann ich jetzt nicht dran denken. Die Wolken sind sehr schnell. Scheint doch viel Wind zu sein, obwohl nichts angesagt war. Morgen soll die Sonne scheinen. Ich freue mich total. Also ich bin total happy, hier zu sein, mich aufgerafft zu haben. Ist ja immer schön, so ein Hafen. Ist ja wunderbar, alles fantastisch. Aber irgendwann kriegt man einen Koller und man verliert in der Stadt extrem viel Zeit. Auch wenn man spazieren gehen kann, man verliert Zeit. Polarfüchse. Man verliert Zeit in der Stadt. Medien, man guckt Internet, man kommuniziert, man besorgt, man hat Erledigungen, man kauft ein, bastelt. Die Zeit geht irgendwie schneller und hier habe ich irgendwie mehr Zeit für mich selbst. Guten Morgen. Ich muss mal raus. Bin spät geworden gestern Abend. Ich bin erst Mitternacht hier gewesen und habe dann noch mal schnell was Essen gemacht und aber nicht aufgeräumt mehr. Und hat keiner gemacht über Nacht. Jetzt ist das schon 8:50 Uhr. Ich habe ein bisschen länger geschlafen. War erst um 2 im Bett. Wollte eigentlich gar nicht ins Bett, weil es total genial war. Gestern Abend das Licht hier und der Sonnenuntergang hinter den Bergen hier. Völlig genial. Ja.
Irgendeiner muss die Fenner hier wegräumen. Ich habe doch nach diesem Unglück im Herbst letztes Jahr habe ich ganz viele Fenner verloren. Diese weißen Würstchen, die platzen weg wie nichts. Da habe ich 3 verloren. Da habe ich jetzt kaum noch welche. Und ich habe meinen großen verloren. Der war nagelneu, der große Ball. Habe mir danach den neue besorgt. Die Orangen habe ich gefunden. Ja, die einen Orangen hatte ich noch. Und habe noch einen jetzt in der Bugkabine. Ohne Luft drin. Man kriegt die Luft ja nicht raus aus den Dingen. Ja, die muss ich irgendwie unterkriegen hier. Wichtige Tagesaufgabe ist heute, ich bin ja hier nicht in der Südsee. Man sieht das ja an dem Schnee. Bin in Island und muss meine Gastlandflagge noch anhängen. Bin gestern ohne gefahren. Oh Gott, oh Gott. Hat aber auch keiner gesehen. Auch keiner hier. Was habe ich gemacht den ganzen Tag? Arbeitstag heute? Heute ist Montag. Ich habe die Fender versucht zu verstauen. Ich habe einfach zu viele Kugelfender. Ich habe nach dem Crash im letzten Herbst habe ich ein paar verloren, habe ich schon erzählt. Und habe mir dann ein paar neue organisiert. Und die sind alle eine Nummer größer. Diese beiden Orangen, der ist noch größer hier. Und da draußen hängen noch 3. Das ist eigentlich die Größe, die ich sonst immer hatte. Da. Die beiden sind auch größer. Und die kriege ich nicht in die Bugkabine. Die passen nicht durch die Luke, die passen nicht durch die Tür. Ja. Wenn ich da mal einen treffen könnte, der einen braucht, dann würde ich den gern abgeben. Vorne habe ich aufgeräumt. Habe jetzt meine normalen Fenne, sind jetzt hier, alle verzurrt, dann Gummi drüber, damit die nicht wegfliegen beim Segeln. Dann habe ich hier eine Kiste vom Supermarkt, da sind alle meine Ruckdämpfer drin, die Leinen, wenn ich die Ruckdämpfer die festmache. Drüben ist das Schlauchboot, in der Mitte ist noch ein Sturmsegel drin, ist auch festgezurrt. Hier ist noch ein Fender angebunden, verdeckt so ein bisschen das Fenster hier oben, aber kann ich nicht ändern. Da ist auch noch ein Kugelfender, ein gelbe. Ja, das ist die Größe, die ich sonst immer hatte. Bin begeistert mit meinen Solarpanelen an den Seiten. Schränkt ein bisschen die Sicht ein. Auf der anderen Seite hängt sowieso das Kajak. Da ist auch ein Panel dahinter. Da stört das nicht ganz so, weil die Sicht sowieso verdeckt ist. Aber hier, ja, aber dafür habe ich halt Energie. Und ich habe vorhin gemessen, hat wirklich 48 Watt. Als die Sonne auf die Steuerbordseite geschienen hat. Ich kann das nicht einzeln messen. Die wird wahrscheinlich gar nichts gehabt haben, weil sie im Dunkeln ist. Und die hat 48 Watt und die Paneele hat 50. Das sind fast 100%. Vielleicht liefert die auch nochmal 5 Watt oder so. Also ich bin zufrieden mit der Ausbeute. Jetzt zum Beispiel Abendsonne, 7:30. Kriegt die andere Seite, die Backbordseite, diese Sonne ab. Werde ich gleich nochmal messen. Wenn das Boot so rumschweut, weil wenn die Sonne jetzt noch runtergeht, nützen die mir oben, die auf dem Geräte trägen, nützen mir gar nichts. Die bringen dann gar nichts mehr. Deswegen war die Idee halt, die an die Seite zu machen und dann auch keine festen mit Glas, sondern dieses Flexible, diese Matten. Eine gute Lösung oder eine gute Preis-Leistung oder wie sagt man dazu. Und die sind weich, wenn man doch mal irgendwo gegenrempelt, dann gehen die halt nicht kaputt. Das war wichtig. Ich kann keine größeren nehmen. Weil ich den Bereich hier unten, da brauche ich Leinen für Spinnacker und fürs Code Zero. Da habe ich keinen Platz für Solarpaneele. Und weiter vorne will ich auch keine anbringen, dann verdecken die Fenster. Und ganz vorne ist zu viel Windlast, zu viel Welle, da würden die abreißen, das macht keinen Sinn. Ein Platz wäre noch Spreehut, aber da ist permanent das Großsegel drauf. Da gibt es zu viel Abdeckung. Also viel mehr bleibt nicht. Dann bleibt noch vorm Mast, bleibt mir noch ein bisschen Platz für Solarpaneele. Das will ich noch testen. Wenn ich da ein Kabel vom Mast zur Ankerwinch-Batterie, zur Batterie von meinem Ankerwinch, wenn ich da ein Kabel gezogen kriege, dann installiere ich vorne vorm Mast nochmal Paneele. Das will ich machen. Okay. Herrlich heute, herrlich. Den ganzen Tag blauen Himmel. Oben über den Kamm bilden sich immer so Wolken, das sind so Dunstwolken von der Sonne. Über den Gletscher dicke, fette Wolken, die sich dann immer auflösen. Ja, morgen kommt noch mal Wind und Mittwoch richtig viel. Heute sind diese 8 Knoten, sind heute schon mal verdoppelt worden. Mal sehen, was noch draus wird.
Okay, jetzt gibt's Abendessen. Und dann wird ein neuer Film geschnitten. Bis später. Heute mal Fisch in Pfeffer. Also ich brauche meine drei Flammen hier. Die Pfanne, Zwiebeln, Ordner, hier gibt es gleich Kartoffelpüree, das Wasser kocht gleich. Und dann habe ich noch auf dem Ofen, da steht Gemüse, Frischgemüse aus der Dose, aus meinen Vorräten. Ich brauche meine drei Flammen, eigentlich könnte ich vier gebrauchen. Es gibt Kartoffelpüree mit frisch gefangenen Dorsch, mit Zwiebeln und Mischgemüse. Ja. Herzlich willkommen im X-Trip Kochstudio. Kartoffelpüree kommt bei mir auch aus der Tüte. Ist einfach, einen halben Liter Wasser zum Kochen bringen, einrühren und schmeckt eigentlich ganz gut, wenn man die richtige Marke erwischt. Besser geht aber nicht. Ankerplatz, Sonne scheint. Ich weiß gar nicht, wie man das toppen kann. Ja. Antje fehlt. Das ist das Manko. Muss ich alles alleine machen und ihr berichten. Deswegen mache ich die ganzen Aufnahmen. Schicke dir die ganzen Filme, wie lecker das hier ist. Antje isst nämlich auch gern Fisch. Genau, so sieht's aus. Lecker Menü. Dorsch und Pfeffer, Zwiebeln. Werde dazu noch einen Film gucken auf dem iPad. Und eigentlich ist es, man isst das in 15 Minuten alles auf, zwei Portionen. Und man angelt eine Viertelstunde, dann wird zubereitet der Fisch. Dauert ewig. Kochen dauert ewig. Nicht jammern. Aber der Genuss ist nur 15 Minuten, ja. Ja. Aber die Vorfreude ist riesig. Mir tropft der Zahn so. Bis gleich. So, neues Wetterphänomen. Ist komplett nass. Als wenn es regnet, aber ist nur die Luftfeuchtigkeit. Es zieht so ein bisschen Nebel auf hier. Der Dunst fällt jetzt doch runter hier. Die Wolken fallen jetzt runter. Keine Hitze mehr zum Aufsteigen. Dass die jetzt die Thermik die Wolken nach oben drückt. Jetzt kalt, fallen die Wolken runter. Ist auch angesagt 2 Grad. Und laut Wettervorhersage auch so eine kleine Schneeflocke. Mal gucken. Genau vor einem Jahr hatte ich diesen Film hier gedreht. Ich glaube Mitte April war das, ein bisschen früher. Winter und Sommer an einem Tag. Oder Sommer und Winter? Nee, Winter und Sommer an einem Tag. Habe ich morgens einen Schneemann gebaut für meine Enkeltochter. Und das war auch so ein Phänomen. Das ist Schnee total, windstill, alles spiegelglatt, zugefroren, Schnee. Und danach war komplettes Sommerwetter mit Parasailer und fantastischen Segeltag. I don't wanna be loved by you, be loved by you. I don't need to be hurt or rescued, not by you. Die andere Seite ist noch nicht ganz so diesig, aber kommt auch noch alles runter da. Ja, ich habe schön gemütlich, habe den Ofen an und verkrieche mich da unten jetzt und schneide für euch neue Filme. Okay. So. Ja, hallo Freunde, das war es schon wieder mit diesem entspannten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn mal nicht so viel passiert. Habe ich noch die Hose auf? Müsst ihr mal zumachen. Ist eine Regenhose. Ich genieße diese Zeit ganz besonders. In der nächsten Woche wird dann wieder gesegelt. Es geht für ein paar Tage zum Kap Horn. Und ich werde mir wieder ein paar Fische mit selbstgebauten Ködern fangen. Aber das seht ihr nächste Woche. Ich freue mich schon. Bis dahin, euer Micha. Ja.